Wir haben jetzt da hohen Besuch. Nehmen wir sitzen. Na, Kirchenblödsinn erst. Rein, ich muss wirklich mal sagen, bevor ich selber mit YouTube angefangen habe, bin ich auf deine Videos natürlich gestoßen. Auch der YouTube Österreich natürlich. Ja. Und da haben wir das Teil da hinten gehabt, was da so hängt. Ah, die RX, ja. Ja, genau so bin ich an deine Videos gestoßen. Und jetzt sitzt du neben mir, das ist irgendwie auch so ein bisschen ein Fanboy-Ding. Okay. Ja, nein, wirklich jetzt rein. Ja, das ist komisch. Aber ich freue mich, dass ich da sitzen darf. Neben dir. Und mich freut's, dass du vorbeigekommen bist und dass wir uns kennenlernen. Das ist super. Jawohl, super Sache. Ja, großartig. Super Sache. Da kommen wir auch gleich zur ersten Frage. Reini Rossmann sitzt neben mir. Wer bist du? Was ich mir kurz mal vorstellst für die Leute, die dich nicht kennen. Es gibt vielleicht ein paar Leute, die dich nicht kennen bei mir, weil für meine Videos schon zum Unterhaltung und nicht nur von der Autoszene sind. Ja? Ja, bitte. Na, ich mache seit über 15 Jahren jetzt Outdoor-Trainings im Bereich von Survival-Training, Bushcraft, Wildnis in diese Richtung. Kräuterpädagogik, also auch Kräuterbestimmen und solche Dinge. Und mit dem habe ich angefangen. Dann hat sich halt einfach ergeben, dass die Leute halt auch gefragt haben, ja, was ist eine gute Ausrüstung und was kann ich für Schuhe benutzen. Und so haben wir dann einen Shop aufgemacht. Und heute sind wir da, dass wir eigene Ausrüstungsgegenstände, einer liegt ja da, den wir dann nachher verlosen, selbst kreieren, entweder zukaufen bei anderen Firmen bzw. selbst produzieren. Genau. So, das ist meine Job-Description, wenn man neumodern redet. Ja. Eine coole Sache, 15 Jahre schon. Ja, sicher. Ja. Das ist deshalb die grauen Haare. Ja, genau. Naja, ich wäre heuer, warte mal ganz kurz, ich wäre heuer, warte. 78er Baujahr, das heißt, ich wäre 45 okay. Heuer. Naja, ist klar, dass ich graue Haare kriege. Drei Kinder und das Ganze, das geht nicht spurlos, sondern vorüber. Ja, super Sache, ja. Ja, dann kommen wir schon zur nächsten Frage. Und zwar, wo sind wir da? Wir sind in Schwarzenbach an der Pillach in Niederösterreich, im wunderschönen Niederösterreich. Und das ist das sogenannte Buschkraftareal auf waldurlaub.at. Die Webseite ist waldurlaub.at, also billige Eigenwerbung hier natürlich, so wie immer. Und das ist kreiert. Das haben wir kreiert, also ein riesiges Areal mit unterschiedlichen Camps, mit Häusern, mit wirklichen Zeltplätzen oder hier ein Stellplatz eben für einen Campingbus, beziehungsweise wenn du mit einem Fahrzeug her willst, ja, da reden wir dann eh nachher noch drüber, schätze ich mal. Und die Idee ist, den Leuten eine Möglichkeit zu geben, einmal draußen ein Feuer zu machen, sie im Wald zu bewegen, ohne dass man Angst haben muss, dass der Förster oder der Jäger kommt und einen anzeigt. Und Bushcraft, zum Beispiel Wildnis und vielleicht auch ein bisschen Survival Training machen kann, ohne die Angst haben zu müssen, dass man mit einem Fuß im Kriminal steht. Das ist bei uns in Österreich immer so eine mega Grauzone, gell? Genau. Weil man darf ja alles, wenn man nicht erwischt wird, so nach dem Motto. Ne? Ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel das mit Kindern machen willst, schau, wenn du da allein rausgehst und sagst, ja, ich setze mich jetzt irgendwo hin und du hast nicht kein Feuer machen, sondern einfach nur campieren, sagt ja keiner was. Aber wenn du mit Kindern unterwegs bist zum Beispiel und ein Feuer machen willst, wenn du ein bisschen was bauen willst und ausprobieren willst, dann es ist immer ein unangenehmes Gefühl. Also ich kann das jetzt auch sagen, ich habe das früher auch gemacht, sozusagen wild gecampt. Ja. Ich hoffe, ich kriege jetzt keine Strafanzeige. Nein. Ist schon verjährt. Weiß ich nicht, aber es ist immer ein unangenehmes Gefühl dabei. Es ist wirklich immer ein unangenehmes Gefühl. Dann knackst irgendwo was, du hörst irgendwo ein Auto, irgendwelche Stimmen und du denkst, sie haben mich erwischt. Nein. Obwohl das vielleicht nur Schwammerlsucher sind, die da, oder spazier gehen. Aber es ist immer ein ungutes Gefühl und das hast du halt einfach nicht. Und das war die Idee und das war der Plan. Und vor allem, was ich noch dazu sagen kann, die Ruhe, was du da hast. Also, wenn du jetzt irgendwo bist, meistens hast du irgendwo Autobahn, da hast du halt eine absolute Ruhe, meiner Meinung nach. Aber wie du vielleicht vorher schon gesagt hast, es kann sein, dass man Holzarbeiter mal hört. Aber das, ja gut, wir sind im Wald. Ja, das ist besonders dann, ihr seid jetzt am Wochenende da. Da ist es eher nicht so das Thema. Aber stell dir jetzt vor, das Panorama ist ja absolut apathisch, also positiv apathisch, möchte ich hinzufügen. Und jetzt stell dir vor, es ist gar nicht direkt neben dir, aber am Talende drüben sind jetzt Holzarbeiten, weil die gerade von Käfer fressen eine Baum oder sie müssen halt einfach jetzt schneiden. Ja? Dann hörst du den Lärm da oben sozusagen, immer wieder mal das Sägen. Das kann man halt einfach, das passiert manchmal. Aber es ist ein riesiges Areal, also es ist jetzt nicht so, dass du permanent jemanden hast, der neben dir sägt, so ist das natürlich auch nicht. Im Großen und Ganzen ist es ruhig, aber natürlich, ja, es kann auch hin und wieder mal zu kleinen Störungen kommen. Aber das ist halt Wald. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage und zwar, wir sind ja da mit unserem Geländewagen. Ja? Wir sind jetzt nicht so die
richtigen Bushcrafter, sind wir natürlich auch hobbymäßig, aber wir haben eigentlich alles mit dabei im Auto und bauen sie da so auf, ungemütlich, und würden gerne eine Runde fahren. Ist es da möglich, dass man da in den Areal, in den Bushcraft-Areal auch einmal ein paar Forststraßen fährt? Grundsätzlich ja. Es ist ja das ganze Areal ist Privatbesitz und es gibt mehrere Zonen. Es gibt einmal Ruhezonen, auch für das Wild. Mhm. Dann gibt es so, ich sag jetzt mal so Naturschutzbereiche, wo wir wirklich niemanden drin haben wollen. Das, und auch die Besitzer, ich bin ja nicht der Besitzer, sondern ich bin ja hier nur sozusagen Anteilseigner an dieser Waldurlaub-Geschichte. Und wo die Besitzer einfach nicht sagen, du musst bedenken, ist eine Eigenjagd. Es ist ein Eigenforst, also das ist ein richtiger Betrieb. Und da gibt es halt Bereiche, wo man einfach nicht rein darf. Mhm. Aber sonst, es gibt erstens einmal das Ausflugsziel, du hast ja Armbrust mit dabei, ja. Oder Bogensport. Es gibt einen eigenen Bereich, wo man Bogen und Armbrust schießen kann auf 3D-Ziele. Dort kannst du hinfahren, das ist einmal ein Weg dorthin und das ist eine Forststraße. Und es gibt zum Beispiel auch die sogenannte Geißenbergalm. Da kann man rauffahren, das ist auch Forststraße. Bis ganz rauf. Übrigens, ich kann es nur empfehlen, großartiger Ausblick, wirklich großartiger Ausblick. Und wenn sie bewirtschaftet ist, kann man dort auch einkehren. Dort gibt es Getränke und Bretteljaus und alles, was man sich halt so vorstellt. Das kann man natürlich tun. Aber jetzt, dass man in dem Areal einfach entweder Offroad oder das überall hinfahren kann, es gibt halt einen Bereich, der ist für die Gäste geöffnet und dann gibt es Bereiche, dort ist kein Zutritt. Mhm. Genau. Das ist ja wunderbar, dass man da Forststraßen fahren darf. Das ist ja in Österreich schon ein Privileg, wenn ich sage, okay, ich kann da jetzt mit meinem Tochter da jetzt schlafen herum und ein paar Forststraßen fahren. Da ist, glaube ich, auch jeder Oberländer schon mega happy mit dem, wenn er da ein bisschen Forststraßen fahren kann. Zum Beispiel nur da aufwärts kommen, ist eine Forststraße. Also wenn du da mit dem Sportwagen rauffahren willst, natürlich alles ist möglich, aber den Unterboden würde ich mir dann nicht anschauen. Also allein das da raufzukommen und wie gesagt, zum Beispiel die Geißenbergalm. Also das kann ich wirklich empfehlen. Es ist einfach cool dort oben. Mhm. Ja, ist cool dort oben. Das werden wir uns morgen dann noch anschauen. Da werden wir den Tag ausklingen lassen, das Wochenende. Genau. Aber es ist halt nicht direkt jetzt da Offroad oder sowas. Nein, es gibt eine Forststraße. Das ist überhaupt kein Thema. Es gibt in Niederösterreich, ich habe jetzt den Namen auch vergessen, ich würde billige Eigenwerbung machen für jemanden anderen, wenn es mir einfallen darf, das ist in der Nähe von Baden. Ja? Dort ist ein eigenes Areal, wo man Offroad fahren kann. Ist das in Aspang? Nein, das ist da bei Bärendorf, ein Stickerl auf an der A21, da in dem Bereich. Egal, aber das findet man immer. Das ist ein eigenes Gelände und dort kann man Offroad fahren. Das ist klar. Das geht halt bei uns zum Beispiel nicht. Also um das auch zu differenzieren, dass man nicht im Wald reinfahren ist ja klar. Das ist aber auf Forststraßen da. Also ja, viel Spaß. Ja, besonders im Winter. Haben die Leute schon, ja, Wien. Ich sag, da kommen wir zur nächsten Frage. Ist es auch möglich, da im Winter herum? Zu übernachten? Weiß ich jetzt nicht alles ganz genau, welche Betriebszeiten wir haben, die variieren natürlich auch immer wieder. Aber das Thema ist ja, es geht ja um die Fäkalien. Es gibt ja hier eine eigene Toilette, die auch gebracht wird und so, und die steht halt dann nicht zur Verfügung. Es gibt aber bei uns ein eigenes Paket, das ist ein Winterpaket. Das betrifft jetzt nicht unbedingt diesen Platz, aber es gibt ein eigenes Winterpaket, wo man hier nämlich ein Haus hat, auf der einen Seite und auf der anderen Seite einen Campingplatz, den man gleichzeitig nutzen kann. Okay. Warum? Weil es kann hier wirklich so richtig unangenehm kalt werden. Wir haben einmal das Thema nämlich gehabt, dass jemand das Areal gebucht hat und es war dann so kalt und die waren auch nicht allein mit Kindern und so, wo wir dann gesagt haben, okay, dann geht's halt ins Haus, es war eh niemand da. Mhm. Und jetzt haben wir eigentlich die Idee gehabt zu sagen, dann machen wir gleich so ein Bundle, wie man sagt, also ein Paket, dass man sagt, du hast das Haus und das draußen zum Nutzen in an. Mhm. Weil dann ist ja das mit dem Klogi kein Problem. Ne? Mhm. Weil das muss man halt auch immer bedenken, wir wollen halt nicht, dass rund um diese Plätze alles angeackt ist. Das ist irgendwie unappetitlich. Ja, nein, hast viel recht, ich wieder vollkommen recht. Ne? Also das ist eigentlich das Thema und daher sind nicht alle Plätze immer geöffnet. Es fängt normalerweise April an und geht dann bis in Oktober, November und ab dann haben wir eigentlich Schnee, besonders im Jänner ist bei uns normalerweise hier im Buschkraftareal auf alterlaub.at immer Schnee, wobei mal mehr, mal weniger, aber da ist genau der Punkt. Entschuldigung, dass ich ins Wort fällt, 650 Höhenmeter, da glaube ich schon, dass man da genau
Ich hab Bilder zum Beispiel, wo so viel Schnee liegt, dass nur das Dach ausschaut vom Haus. Mhm. So arg ist, das, ist der Schnee manchmal gefallen. Und da ist es natürlich, da kann man diese Infrastruktur dann einfach nicht aufrechterhalten. Ja, ist schon klar. Ja. Geht er dann im Endeffekt da, wie hat sie dann? Also, okay, ihr habt es wahrscheinlich, aber da werden wir dann auf meinem Kanal ein kleines Interview führen. Ja. Interessiert es mit dem Dachzelt nämlich brennendst. Ja. Aber bei euch ist es vielleicht jetzt nicht so ein Thema, aber wenn du in einem Zelt bist und dort mit einem Zeltofen unterwegs bist, der Schnee ist 1,5 Meter hoch, du sinkst ein, wo kriegst du das Holz her? Also du bist ja nicht handlungsfähig. Nein. Und deswegen, wir wollen halt auch keine Unfälle hier provozieren. Verständlich. Ja. Daher ist das ein eigenes Paket, was man buchen kann und ja, so schaut es aus. Aber da ist vielleicht dann wirklich einmal interessant, ich meine, ich bin in eurer Szene also überhaupt nicht, ich habe zwar einen Amarok, aber auch Berufsgründen, aber ist vielleicht Schnee Vorbahn? Das ist geil. Okay. Das ist geil. Ich hasse das. Schneefahrbahn. Ja. Da gehen Schneeketten drauf und gehen wir so laufen. Ja, ich habe auch Schneeketten, aber alles Anliegen nervt mich. Ja. Okay. Nein, aber also Schneefahrbahn hast du wirklich. Also da kann man sich austoben. Ja. Ja, müssen wir mal sprechen, vielleicht kommen wir die mal im Winter da besuchen. Gerne, können wir gerne arrangieren. Dann können wir sich das mal anschauen, da, ob das im Winter möglich ist. Sicher. Ja. Sicher, können wir machen. Ja. Ja. Ich glaube, das war es eigentlich schon. Lass mal kurz überlegen. Ich habe alles im Kopf. Ah, genau, gut, das hast du eigentlich in der ersten Frage schon beantwortet. Wie bist du zu dem ganzen Survival und das hat jetzt das hat nichts mit Waldurlaub zu tun, aber mich persönlich interessiert das. Wie bist du zu dem gekommen? Nein, ich war schon als Kind immer draußen mit meinem Vater. Also der war passionierter Fischer und Wandern und alles, was man halt so in Natur machen kann. Und das war als Kind auch total spannend und super. Mit Vogelburg draußen und Vogel bestimmen und fischen und alles, was halt so geht. Was mich dann halt in der Jugend dann einfach nicht mehr so interessiert hat. Und es ist halt dann später wieder zurückgekommen. Mhm. Ja. Und wir waren dann, also meine Frau und ich, sind Schwammersucher. Mhm. Und wir haben uns einmal wirklich verirrt. Jetzt in Österreich ist es nicht so, dass du gleich sterben musst. Ja, aber es war trotzdem für mich so eine Situation, und es war dann, ist dann schon dunkel geworden und so, wo ich gesagt habe, okay, also ich kann ja gar nichts. Ich glaube zwar, dass ich der größte Checker der Welt bin, voll geil, ich kann alles, aber ich kann gar nichts. Ich kann nicht einmal eine Feier machen, und das ist auch wahr, das ist auch wahr. Ich habe über dir schon gesehen. Bist du eine Feier, machst du die Videos? Naja, jetzt geht es manchmal. Aber da waren wir, das erinnert mich, Flashback jetzt sozusagen. Ja, also das erinnert mich jetzt. Da waren wir mit einem befreundeten Pärchen auf. Das darf man alles nicht machen. Leute, das darf man alles nicht machen. Man darf nicht an irgendein Flussufer gehen und dort ein Feuer machen mit Grillwürsteln. Das darf man nicht. Hier im Buschkraftareal auf waldurlaub.at darf man das. Aber wir sind an die Traisen, ja, an den Fluss gegangen, Sandbank und wollten dort ein Feuer machen. Feuerzeug, alles mitgehabt. Kläglich gescheitert. Kläglichst gescheitert. Und da stellst du halt dann auch die Frage, naja, es schaut ja alles so einfach aus und wenn die das geht, aber das muss man muss halt schon was wissen, man muss halt schon was können, ne, damit das funktioniert. Wir haben dann das Feuer von einer anderen Gruppe, die etwas weiter weg war, die haben uns dann das Feuer im Endeffekt umgebracht. Ja, und so haben wir dann die Würstel gerührt. Okay. Und das war, also das waren immer so Punkte, wo das war extrem peinlich. Und so haben wir dann gemeinsam, die Manuela und ich, den ersten Survival Training, klingt so eigenartig, das war bei der Überlebensschule Tirol, das ist so ein Wildnistraining gewesen, vielleicht gar nicht so sehr in diesem Bereich Notfall Survival rein, aber trotzdem, es war cool und das haben wir auch Wochen gemacht und die haben alle gesagt, ja, super, du weißt jetzt, wie man Feuer macht, das, ja, und du kannst dich ein bisschen orientieren, für mich ist das erledigt, ich will nicht mehr draußen schlafen. Okay. Dann haben wir schon dazwischen dann immer wieder gemacht, aber es ist nicht so ihr Thema, ja, also, und ich war total angefixt. Und so hat das eigentlich begonnen, dann halt wieder begonnen. Okay. Und so habe ich es halt dann privat gemacht und hobbymäßig und durch unterschiedliche private Aspekte. Ich habe Vollzeit gearbeitet, ich war im technischen Vertrieb und aufgrund von einigen privaten Dingen, persönlichen Dingen mit Kind und so weiter, das mehr Betreuung braucht, habe ich halt selbstständig werden müssen und habe mir gedacht, ich habe eigentlich immer davon geträumt, Survival Trainer zu sein da draußen, mit irgendwelchen Leuten irgendwas machen, ist voll super, habe es aber nie gemacht, weil ich einen
fixen Job gehabt habe mit Bibabo. Mhm. Und das war dann die Chance zu sagen, na, dann probiere es, ganz stressfrei. Mhm. Und es hat dann klein angefangen und ist dann halt immer größer geworden. Also das Hobby zum Beruf gemacht? Ja, ich hätte mich niemals getraut, das zu tun. Mhm. Wenn halt nicht wir ein Kind bekommen hätten, was halt einen besonderen Förderungsbedarf hat. Ja. Und da war es halt notwendig, ich habe halt nicht wieder 50, 60 Stunden die Woche arbeiten können. Mhm. Und sonst hätte ich das nicht gemacht. Und so hat sich das einfach wunderbar ergeben und ich bin heilfroh, dass das genauso gelaufen ist. Mhm. Also ich würde das genauso wieder machen. Mhm. Vielleicht nicht jedes Ding genauso, aber den Weg würde ich genauso wieder gehen. Ja. Na, spannend. Super cool. Ja. Jetzt hast du mir eine Frage gestellt, das ist ja die Gefahr, gell? Das muss ich da wirklich sagen, das ist die Gefahr. Du stellst mir so eine Frage und kriegst so. Nein, das passt ja so. Das passt ja so. Tut mir leid, gell? Nein, das ist. Das, Vorsicht. Ist ja super cool so. Das war es eigentlich eh mit dem Interview. Ja. Aber jetzt kommen wir zu der Sache, wo die schon alle drauf warten. Ja, warten alle drauf. Ja. Oh, wirklich? Ich meine, in einer meiner letzten Videos, wo wir da an der Moldau waren mit dem Kajak, habe ich ja diesen Vorstand getestet. Genau diesen übrigens. Ja. Der ist schon ein bisschen einmal angefackelt. Ja. Haben wir stille Nacht gesungen damit. Stille Nacht, heilige Nacht, alles ist ich weiß, ich hätte den Text überhaupt so. Und den werden wir jetzt auslosen. Lieber Reini, wenn ich dich bitten darf. Schau her, da stehen, ich glaube, 20 Zettel sind drinnen. Da ziehst du jetzt einfach einen Zettel raus und den Namen nennst du bitte und dieserjenige kriegt dann diesen Feuerstahl zugeschickt. Darf ich das da ausladen? Ja. Ich lade das da aus, damit alle sehen, dass das wirklich. Und ich schaue da nicht hin, gell? Ich tue da so herum, Ruhestand. Ja. Und warte mal, nein, der doch nicht. Ja. Oder der? Ja, der! Nein, nicht! Aber der ist. So. Der andere hat gleich mit Feier, so zu Feier in die Hand. Die verbrennen wir. Die andere verbrennen wir. Alles riskiert. Alles, okay. Alles riskiert, was auch immer das bedeutet. Ja, das ist der Name von seinem. Du hast alles riskiert. Ja, und hat gewonnen. Hat gewonnen. Gratulation. Ja. Ja, in dieser Stelle, was du mir jetzt irgendeine E-Mail schreibst, alles riskiert, weil ich kenne dich persönlich nicht. Meine E-Mail findest du in der Kanalinfo, ja? Outdoor.bichl@gmx.at oder net. Ja, du siehst das ja, bitte schau noch. Oder ich blende es da unten ein, du besser. Ja, du hast mir so leid, alle, ihr wollt jetzt alle den Feuerstahl gewinnen, gell? Bist du arg. Ihr seid ja. Nein, aber da müssen wir was machen. Da müssen wir was machen. Also, liebe Leute. Okay. In deinem Beschreibungstext, wir schicken dir das noch zu. Ja? Ja? Okay. Gibt es einen Gutscheincode. Aber psch! Ui! Gibt es einen Gutscheincode, wo du den Feuerstahl aufgrund deines Abonnements und deines Engagements hier auf dem Kanal ganz einfach belohnt wird. Ja? Also da alles riskiert jetzt halt gar nichts und alle anderen kriegen ein Special Offer, also ein Spezialangebot. Ah, okay. Also jeder, der was dann da ist? Ja, jeder, der da mitgemacht hat oder jeder, der das halt sieht. Ja, okay. Und damit da niemand traurig sein muss und sagt, das super geht cool. Überhaupt nicht. Ja, super also, cool. Danke, Rainer, an dieser Stelle. Von dem habe ich gar nichts gewusst. Nein, danke. Wirklich, das ist Überraschung, haben wir jetzt gerade gedacht. Da haben wir gedacht, die Armen. Ja, super cool. Naja, dann sage ich danke, Rainer, für deinen Besuch. Ja, wir sind dir. Jetzt da von Freitag bis Sonntag da. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Entweder ich mache vielleicht ein eigenes Video nur von dem Interview oder es kommt dann ins Große. Das ist bei mir aber spontan, wie bei mir. Wie es passt. Ja. Ich sage danke, Reini. Ich sage auch danke für den Besuch. Und wir werden uns vielleicht im Winter da wiedersehen. Und natürlich, wenn du auch hier sitzen willst und die wunderbare Luft genießen willst, billige Eigenwerbung. Waldurlaub.at. Pfiat euch. Ciao. Danke, Reini. Ich danke dir. Ja, nicht von Die Armen.